Guten Morgen. Das war ein schöner gesehener Tag von dir. Das war ein Tag, den der Herr uns mit gesehen hat. Er hat ihn gemerkt und wir dürfen den in den Tag werden leben, so dass das wird verdanken. Ich danke Ihnen für die Leute, die ihn gewählt haben zu sehen. Dort ist sehr passende Leute für den Tag, was wir von dir feiern tun. Ich dachte an das letzte Leute hier, daran dort, was passiert wie am Kreuz. Dort ist, wo unsere Sünden schuld betont wird. Dort am Kreuz. Dort wird es passieren, Leute. Ich danke Gott dafür, was er getan hat, du am Kreuz vor uns, in vielen Jahren drei. Und so soll ich sagen, wir von dir ist der Tag, wo wir dann Thanksgiving feiern. Und als ein sehr guter Tag dort zu tun, ich glaube, als Fan, wenn wir die Zeit nehmen, dann, wo wir drei Kirchen tun, wird gekeken, was passiert ist, was Gott getan hat, manch der Menschen, manch seine Kinder oder manch die ganze Welt, wo er sich stark bewiesen hat, oder wo er sein Sehen hat ausgeschert über die ganze Welt, auf verschiedene Wege. Und ich dachte, dass das Frucht hier, was wir hier sehen, das Gemüse, was hier vor uns ist, das ist ein bisschen ein Geschmack von dort, wo wir damit gesehen sind worden, das letzte Jahr. Das ist immer leicht, dass Gott dann stellt er holen und Gott zu danken und zu loben, für wo er uns gesehen hat. Und ich glaube, das ist fein, dass wir einen Tag zu sehen sollten und uns erinnern von den Tiden. Aber ich glaube, das ist auch nötig, dass wir jeden Tag tun, dass wir jeden Tag stellen holen und checken, was Gott getan hat. Wenn du dich stärker hast, dann checken, wo Gott uns gelehrt hat und was er getan hat für uns. Oftmals fehlt wir dort zu tun, dann tun wir dort nicht, aber das ist gut, wenn wir wirklich die Zeit zu sehen sollten und uns erinnern, für was Gott getan hat für uns. Und dann sind dankbar für sein. Und es ist so, wenn wir jetzt sein tun, was Gott getan hat, dann sind uns immer leicht zu danken, weil wenn wir was gekriegt haben, dann sind wir dankbar für, über das Erfahrung, was er mir gewählt hat, aus meinem Text. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18, wo das sagt, seid in alle Lehren dankbar. So, das ist einzig mal, es hat gleich so leicht danken für Dinge, die passieren dann in unserem Leben. Wenn unsere Umstände nicht ganz so sind, als wir das würden verlangen, Dinge passieren dann in unserem Leben. Und dann aber dann stellt er holen und dann dachte wir dankbar sein. Und das sei wie schuldig zu tun. Das ist, was Paulus hier sagt, dass Gott sein Willen für uns zu tun. Das sind Verlangen, sie sind alle leer und dankbar, weil Gott dort in Christus Jesus von ihnen verlangt. Und das ist nicht einmal leicht, dort zu tun, dann zu danken, was einmal da passieren wird, ein Wort von Leben wir sind. Besonders nur, wenn wir Dinge tun, in dieser Zeit, wo wir in der letzten Sommer bin, gelebt haben, wo wir sind gewachsen, wir sind begrenzt geworden mit verschiedenen Dingen. Dann bloß sein, Dankeschön Gott für das, aber das, was wir schuldig sind, zu tun. Wie kann das sein, wenn wir drei Ketten tun, wo Gott uns doch noch einmal gelehrt hat, er hat uns erlaubt, dass Bruder Ebel sein hat, hat uns erlaubt, taub zu kommen, dass wir Hand der Freiheit zu tun. Wir können taub kommen, wir können Gott loben und preisen und von ihm hören. Wir können uns einer und anderen angesagt zu angesagt sein und dort allein ist auch viel wert. So dass es viel wert, dankbar zu sein für so eine Dinge. Und dann kann ich deswegen sagen, wir können auch in alle Lehren dankbar sein, dass wir wollten Gott es in unserem Erd. Und don't, was du angehundet in unserem Erd mag uns. Und ich will ein paar mehr Versen lesen aus 1. Thessalonicher. Ich will von Kapitel 5 und Vers 16 bis 18 lesen. Die 16. Vers sagt, seid immer froh. Und was kann ein Mensch froh merken? Ich glaube, wenn ein Mensch wirklich eine dankbare Einstellung hat, dann kann er auch froh haben. Das ist, wo der Fried von herkommt. Wenn wir eine Einstellung haben, dass wir dankbar sind für die Dinge, die wir haben und die wir kriegen. So dann kann es so far sein, dass sie immer froh. Das kann uns froh merken. Und dann auch anholen im Gebet, sage ich Vers 17, holt an mit Beten. Das ist auch der Hauptsache. Das ist der Hauptpunkt für unser jährliches Leben, wenn wir anholen mit Beten. Gott anrufen, willst mit dem Beten, dann dass wir anerkennen, wer Gott ist. Dass wir in Verlangen haben und wir leben, dass es nötig ist, dass wir am anbeten tun, weil es heil ist Gott und heil ist allmächtig, heil ist der, was alles regieren wird. So wir sind natürlich unterholen mit uns beten. Und an der Unterfall sieht in alle Lehren dankbar. Und dort ist für uns kann dankbar merken, wenn wir dort anerkennen tun, wer Gott ist und was er für uns tut und was er getan hat. Also dort ist, was Gott sehen will für uns ist.
Und so ist es dann immer leicht, dankbar zu sein an alle Lehrern. No, das ist nicht leicht. Das kommt nicht versalzt. Deswegen habe ich das in der Schrift. Willst. Das kommt nicht versalzt. Das ist eine, als eines Lehrer, was wir uns machen. Wählen zu tun. Dankbar zu sein. Und don't what, und what von den Lehrern wir uns empfangen. Was uns am Standen sind. Und ich will mir die Psalms lesen, was ich will brücken, um uns ein Beispiel geben, was das meint, dankbar zu sein. David hat viel von den Psalms geschrieben und er beschreibt viele Dinge, viele Städte, wo er sich bedanken hat für was Gott in seinem Leben getan hat. Und ich will auch ein Beispiel nehmen von gewissen Männern von der Bibel, wo wir auch von lernen, was ihre Einstellung wie ihr warst, in ihrer Amtsstand, wo wir waren und so weiter. So wir waren verschiedene Dinge, wo wir waren können sein, wo wir können Beispiele von nehmen und auch brücken in uns Leben. In Psalm, der 100. Psalm, Vers 2 sagt, deint dem Herrn mit Frieden. So hier auch, wir sollen den Herrn deint mit Frieden. Komm voran mit Freude Gesang. So ist wie von der Samar sagt, was er deint. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir im Gesang können voran kommen. Und das ist, was er hier sagen wird. Kommt voran mit Freude Gesang. Und er sagt, er denkt daran, dass der Herr Gott ist. Dort soll wir ihm denken, dass der Herr Gott ist. Er ist der, der uns gemerkt hat. Und nicht wie selbst. Wir sind die Sinje in seinem Schub ab seiner Welt. Das wird dafür sagen, was wir sind. Wir sind Schub ab seiner Welt. Und wir können dankbar sein dafür. Er hat uns gemerkt. Wir haben es nicht selbst gemerkt. Er ist der, der alles regiert und hat alles gemerkt. Himmel und Erde und noch wie. Er hat uns gemerkt und er hat uns gemerkt nur sein Ebenbild nur. So wir sind wirklich sehr gut gemerkt. Weil es heilhaft hat getan. Wir haben es nicht selbst gemerkt, sagt er. Wir sind seine Schub ab seine Welt. Und dann sagt er, gut durch seine Puten mit Danken. Gut durch seine Puten mit Danken und seine Verhebnen am zu loben und Dank am und Lob seine Nomen. Und das wird wie hoffentlich auch von der auch waren erfahren, dass uns verlangen soll sein, am zu danken, für am kommen, am zu loben und zu preisen, für wer er ist. Und dann sagt er, der fünfte Vers, willst der Herr ist gut und freundlich. Und ich glaube, wenn wir mit Stallhalden und Kicken, dann können wir auch sagen, dass er ist gut. Der Herr ist gut, Gott ist gut und er ist freundlich. Er ist ein Leiftoller Gott, er ist freundlich. Seine Treue hat die Leib, bleibt ewig und er wird nie nicht abhören, treu zu sein. Weißt du, wir sind ab dem Duhl, wir sind Hahn und Herr. Einmal voll, wenn es sehr gut, dann sind wir sehr freundlich. Beim nächsten Tag, dann wird es nicht ganz so gut, dann sind wir vielleicht verstallt und grimmt sich und dann wo gleich Stahl bei uns tun, du kriegst du nur an. Aber Gott ist gleich so dort. Er sagt, Gott seine Leib wird Himmel abhören. Seine trüte Leib bleibt ewig und er wird niemals abhören, trüte zu sein. Das ist uns Gott, wo wir den wir dahin tun. Du wirst ja wie auch freilich sein und froh sein. Du sagst, wir sollen immer froh sein und an Anhol mit beten. Und dann auch dankbar sein an alle Lehrer. Gleich noch ein Wort, wo wir uns fangen tun. Ich dachte an Daniel, seine Geschichte, wie haben die Funktionen im Platz, wo der Reiche sagt, nicht, haben können sehr dankbar sein und er wird nicht in sehr guten Platz zu der Zeit. Er wird eine von den Sklaven, die in der Babylon genommen worden, mit einem Teil von der jüdischen Volk, so er mit seinen Feuerfreunden werden auch festgenommen. In Daniel, das erste Kapitel, von da will ich das nehmen. Er wird festgenommen worden und er hat Unerkenntnis gekriegt von den König. Er hat am Kern gelehrt und er wusste, dass er konnte ihn vertrauen. Und er stellte ihm sogar an und sein König kriegt Port unterhand haben abhossen und Tesorien für was er zu tun wird in der Königreich. Und so hat er am Angestalt und mit was andere Angestalt am zu helfen, aber am hat er viel zu tun in der Königreich. In der Dreck. Und so, in Daniel wird ein sehr trüher Knacht. Ab dem können sie sich verloten. Und der König, der wird auch angeworden. Der hat den Tern gelehrt und er wird angeworden. Und er hat den besonderen, bütergemeinigen Platz gegeben, hier bei dem, wo er am Anstallen dort. Auch mit der anderen Feuer, eigentlich Feuersteig, andere, was er auch angestellt hat dafür. Und dieser Feuersteig, der wurde nicht anders, als wenn der König den vielleicht ein bisschen bütergemeinigen Platz geben dort in den Abend, ja. So, nun hier noch der Hinsicht, dass wir den einfach ein bisschen aufgänzlich werden. So, die wollen sich eigentlich so wollen, proben zu sein, als sie eins
Fung von Daniel, was er erreicht hat, dass er nicht ganz so trüe wird, als der König glaubt, was er wird. So der proben den eins zu catchen, dass er eins von erreicht hat, und sie fangen nichts in den. Sie fangen nichts, was sie fangen von denen, dass er erreicht hat. So da immer fallen, wie sie wissen, dass einer zwei Wurden sie den Wurden wie fangen. So der proben den König zu tricken und sagen, dass der König, er wird ein guter König, um wird unterbeten. Und er soll dort unterschrieben, er soll einen Befehl unterschrieben, dass verdächtigt er, und sollen sie das kommen umbeten aus dem König. Und der König dachte so, oh, na ja, da fällt sich das vielleicht auch wird, dass er uns am so loben werden, dass er fällt, dass er wieder wird unterbeten und das kommen. Und Daniel saß für sich auch, sagt, das steht wie aus Verwalter, das wären jetzt die Samana, in Falschlehrer und Beamte sind uns alle einig, dass der König einen Befehl geben soll, in den streng ausführen. Der Befehl ist deshalb, wenn in der nächsten Dartig der irgendwer in Gebet sein würde, zu irgendeinem Gott oder Mensch, büte die ans König, dann soll den in ein Loch mit Laughs geschmeten werden. So wir sind alle bekannt mit dieser Geschichte, wo die der Jan, der war, der wird versperrt, in eine Laughsgrube zu schmeten. Und sie wissen dort, hier würden sie Daniel kennen, fangen, wo er mit Eierhörsam sein hätte, weil er würde nicht sagen, ich ab hier mit beten. Er hätte beständig beten zu sehen, Gott. So nun dachten sie, hier würden sie den kennen, Gerieten zu beten, und dann würden sie den vielleicht zu sehen sagen können, dann würde er nicht so hoch angesehen sein von den König, da würden sie vielleicht eine bessere Position kriegen. Und da sage ich dann, Daniel saß falsch auf, in Daniel sein Haus wie ein die Bauerstufen mit Fenstern, die nach Jerusalem kickten. Da ging er einmal dreimal am Tag sich zu knien, um Gott unterbeten und zu danken. Das, was Daniel seine Ungewahn hat, wie er in seine Einstellung wird. Dreimal am Tag ging er heute durch Gebetsstunden mit Gott, um unterbeten und um zu danken. Das ist ganz gewöhnlich, ganz pünktlich. Und das wissen diese auch. Das, was die Daniel einmal deut. Und hier wollen sie den Proben zu gerieten, und er wird er was verschuldet haben, den kann ich seinen Befehl. Dann würde er die Strafe kriegen. Und das passiert, und Daniel dort weiß. Er weiß das gleich, dass dieser Mann uns nicht berät hat. Dass das soll passieren, so das wird und er das weiß. Und aber er war das an, und hier hat er mit beten? No, er hat hier gleich mit beten. Und dann sagt er wieder, als er nun den königlichen Befehl hier, ging er über ihn krank so aus beim Krieg so beim offenen Fenster beten aus Emma. Krieg so, dass er vorher hat. Denk er über ihn, er bleibt beständig beim Beten. Und auch Gott unterbeten und zu danken. Das bleibt er über ihn, das er über ihn. Das er nichts pflegt. Krieg nicht von der Armut sagen. Er weiß, dass er würde nicht vorsehen, aber er hielt gleich ab mit dort. Krieg so aus vorher, hat er zu tun. Und wir wollten auch die Geschichte wieder, ich wollte nicht die Geschichte ganz lesen. Da ist eine schöne Geschichte lesen, das ist ein Daniel, das erste Kapitel. So, ich würde jedem ein Tau roden, wenn ihr nicht selber konntet mit der Geschichte, weil ich mal weiter eben lesen, dass ihr uns mit erinnern von Wautrü des Daniel wir. Und wir wollten, dass der aus dem dann gerieben deuten, dass er gebet hat, dann fühlt dann gingen sie mit dessen Klacht und den Kernik und sagen sie, wir haben einen gefunden, dass Daniel, was du vielleicht sollte sein, sie hoch nicht hätten, der bleibt beim Beten, er betet sich Gott an. Und das mögt den König sehr trüdig, weil er hat wirklich sein Freund geworden. Er hat sehr gut geübt auf dessen Daniel. Und nun soll er den in der Lebensgraube schmieden. Und das wird ein Platz, wo sie die Menschen anschmieden, die man wollen, wenn sie die wollen abnehmen. Der Lebens, der freuten daran ab, dass wir ein hungriger Lebens. Und als das passiert wird, er muss dann tun, was er unterschrieben hat, weil seine Unterschrift dort meint so viel, da kann er selbst nicht mal ändern. Dass wir unterschreiben und dass wir gemerkt und das muss vollführt werden. So heißt es, als kann ich mal sie mein Change und sagen, na, ich will aber nicht, weil das ist das Daniel, ich gleich den nur. Von anderen auch sehr schlecht, denke ich, aber ich kann das nicht ändern, dass wir berät, wir unterschreiben und nun muss er das vollführen. Und so haben wir in der Lehre, ich glaube, nicht geschmieden, aber Gott beschützt haben, weil es haben wir trü zu haben. Und das ist ein Wort, dass er nicht geworden wird, verschworen, wenn ich sage, dass der König freut sich über Säuer. Dann sagt er, er hat vor dem Befehl, dass Daniel soll aus dem Loch rückgehoben werden, und das ist ein Wort, dass er noch leben wird. Und dann sagt er, dann Daniel wird dann noch untersucht,
Und sie fangen ra, ich kenne Wunden an. Und sagte, in det wir will's heisin vertrühen, ob Gott hat. Du wirst wieder am nicht geworden hier werden. Er hat sein Vertrauen auf Gott. Er sagt ihm ganz, ob Gott sagt, er hat sein Vertrauen. Nichts passiert zu ihm. Und das freut ihn ja nicht sehr. Dann schaut mal, was dann passiert, nur das, Vers 25. Dann leidt der König Jana Mana holen, der Daniel verklagt hat. Die in ihre Frühes in ihre Kinder geworden und das Loch mit der Leibes, mangt der Leibes geschmeten. Und er sagt, der Leibes, die brachten die Freuden die ab und die verreiten die, und sogar ihre Frühes und ihre Kinder. Ich dachte ein bisschen an, was hatten die getan? Worum hatten die Schuld an? Und wir hier noch einmal, weil wir wollen eins mal an der Aschschuld leiden, wer ist der Schuld? Und so wird das hier auch. Für was die Männer getan haben, nun müssen die Frühes und die Kinder alle werden in den Graben angeschmieden dafür. Und ich dachte an dessen Daniel, dass er wisst, er wird in der Lebensgefahr und er wird beständig in was er deut. Gott beten und danken. So, das ist ein gutes Beispiel, wo wir auch, und was von ihr vor, wie uns befinden, wo wir sind in uns Leben, wir können uns auf Gott vertrauen. Er ist der, was uns beschützen kann, und was von der Lehre wir sind. Deswegen können wir dankbar sein an alle Lehren, an alles, weil er ist der, was alles regieren wird. Er hat das in seine Macht, in seine Hände. Oder hier ist noch ein sehr gutes Beispiel, wo wir von lesen können, was denn seine Einstellung wird in seinem Leben. Er wird in Gottes Furcht am Morgen, der Chef sagt, hey, ich habe mal was erreicht. Er wird in Gottes Furcht am Morgen, dass alles was erreicht wird. Und er hat auch sehr reich am Morgen. Und er hat einen sehr großen Verlust gekriegt. All dort, was er im Wert wird, was er hat. Das sage ich, dass das Mann, das wird ein Mann an den keine Schuld zu finden wir. Und er hat viel, er wird sehr viel im Wert. Er hat eine Familie, hier hat eine Familie von 7 Sehens und 3 Töchter. So er hat eine gesehen, der hat gesehen mit einer Familie. Und er hat auch ein Grau, das Familien sagt, dort gerade aus, das wäre am Osten. Er hat 7000 Schub, 3000 Kamelen und 1000 Ossen, 500 Esels und sehr viel Arbeiter. So wie ihr hier das sagt, hier, das ist vielleicht sozusagen der ganze reichste Mann, der war in der Armee und wo er war. Er war ein sehr reicher Mann. Gott hat ihm sehr reichlich gesehen, mit was er im Wert war. Aber er verlor alles. Rein alles. Alles, was er im Wert wird, verlor er. Er verlor all sein Habengeld. All seine Tieren und alles, was er wird. Er verlor seine Arbeiter und seine Kinder. Und was wird in seiner Einstellung merken, all das, was da passieren wird. Wenn wir denken dann an diesen Mann, er wird uns auch gehört haben, undankbar zu sein. Von den großen Verlust, was er hat begehen in seinem Leben. Er verlor alles, bitte seine Früh. Seine Früh hält er. Der hat er nicht verloren. In ein Monat oder andere Mal kam gewisse Männer, die dann am Kämen brachten, am den Nordreich. Nun sind die Kinder weichgestohlen worden, nun sind die Tiere weichgestohlen worden, oder wird verbrannt, oder was immer passiert. Und immer war ich richtig, dass sie Nordrechten von diesen Dingen, die sie verlieren dort. Und das sagt in Hiob 1,20, und das heißt, hier stünd Hiob ab und reiht seine Kleider zwei und mögt seinen Kopf kohl, er knallt sich vor Gott an, mit seinem Gesicht abgeirrt. Und sagt, ich komme nirgendwo in dieser Welt nennen, ich war nirgendwo verloren. So er wusste, er hat nichts gekriegt, er wird hier nirgendwo in dieser Welt nennen geboren worden. Und er sagt, ich war nirgendwo verloren von dieser Welt. Und er sagt, bloß ist das der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Möcht den Herrn sie nehmen, gelobt worden. Wow, dann zu denken, das war seine Einstellung nach, was er will. Dass er alles verloren hat, sagt er bloß nach, was er möcht den Herrn sie nehmen, gelobt worden. Er wird ihm dankbar für was er gehört hat. Möcht ihm gelobt worden. Und dann Luther, nur dass er den großen Verlust gehört hat, dann wird er noch sehr krank. Er kriegt sehr viel Schlimmsten und Schweren. Und er wird sehr krank, mehr als er gestorben ist.
And so was a friend, I had three friends, but his daughter was in a good friend here, and they came around the arm and they beschuldigen the arm for what he done had. They said, du musst eins und alles getan haben, worum Gott hat gekommen in dein Leben. Du wirst die beschuldigt haben gegen Gott, nicht nur bis mal tau und merkt der Trag, na wird Gott die wahre sehen, na wird er abhören mit diesen Strophen. Aber das gehört, was das wir. Dort wie gehört, dass Gott eins wird Funk, in dem sie leben, was er alles getan hat. Das wie der böse Feind, der wird die keinen Armen sehen, das hier, heißt er, habe ich die Welt gegangen, hier hin und her. Und er fragt Gott, er hat hier beobachtet, was das für ein Mensch ist. Und dann sagt er, ja, du hast ihn so reglich gesehen, du weißt, dass er trüte die. Du musst ihn mit dir wegnehmen, von dem sie haben, da wird er die aufsehen. Und Gott gibt ihm die Freiheit, sagt er, dann da. Fängt das mal aus. Fängt das mal aus. Und das wird er da. So, da wird nichts, was seine Freunde sein, die er verschuldet hat, warum er das muss durchgehen. Da wird bloß, wenn es Gott Leid den Feind, den aufproben. Sein Wort hat von früher knarcht wir. Sehen knarcht. Im Reich seine Früh, seine eine Früh, der stand am nicht bei. Er sagte, in hier zwei Verschneien, dann kämen sie in der Früh hier und sie, was du noch immer so trüht der Mensch blieben? Was du nur noch immer so trüht der Mensch blieben? Pflegt Gott mal aus und dann starb. So das, was sie verrot hat für ihr Amtje. Vielleicht Gott bis mal üben, dann warst du sterben kann, dann warst du abhören mit dem Üthauen. Ich bin dankbar für meine Frau. Ich weiß nicht, was ich glaube, ich bin so dankbar sein, dass Gott uns hoffen, euer Partner hier, der uns beistundet und mit uns gehundet in unsere Tiden, wo wir vielleicht die schwere Tiden gehen down, und wir wollen das an, wir haben einen Partner, der bleibt bei uns, der in der Stadt uns und so weiter. Ich bin wirklich dankbar dafür. Aber was hat hier für eine Frau? Was ist da? Was wird von Ruth jetzt hier am da? Pflegt Gott das mal aus. Vielleicht wird es ein Spitzchen was in sein Hort, von seiner eine Früh. Da pflegt ein bisschen aus, dann kannst du sterben. Hier sagt er, du redest gleich aus einer unvernünftigen Früh. Wenn Gott uns was Gutes schenkt, dann nehmen wir das wahrlich an. Sollen wir dann nicht auch dort schworen, von Arm annehmen. Und wie all das versendet hier sich nicht mit dort, was er sieht. So dass all diese Dinge, all diese Erfahrungen hätten, was er mir anlegt, heute sich nicht versenden und sich verschulden gegen Gott. Nicht, was er sieht, seine Reden, alles für die Wiener Hammer, Gott loben und versenden sich nicht. Und gleich dort, was diese, was seine früh am verrückt geben, das wird den Feind sehen wollen, auch wieder für hier ab. Das wird sein Plan wird, all von Anfang an, er will handeln, dass wenn er am wird, alles wegnehmen, alles, was er hat, dann wird er auch sich auf sein von Gott. Das wird den Feind sein Plan, gleich so wie er. Er verliert alles, aber er sieht Gott noch nicht auf. Und wir wollten, wenn wir ganz nur um ein Gehen von dieser Geschichte, von hier seine Geschichte, in der 42. Kapitel, da lesen wir von, was da passiert denn mit ihm, weil es halt trüge war, was wir dann abreichlich geblieben wir sehen Gott am Nachwara mit einer, nach einem Jahr tritt, haben Gott, was er erst gehört hat. Und auch war er mit einer großen Familie. Er hat war er sieben Sehens, der hat Jeff hier dann nach einem Jahr drin sehen, was verheer hat, und noch sieben Sehens in drei Tagen da. Das wird passieren, der ab einem von seinem Leben noch. Er war ein großer Sehen erfahren von Gott. Weil es wieder am Tür geblieben. Und der Feind, der muss hier zu Schanden gehen. Der Feind muss zu Schanden gehen. Er hat nicht gekriegt, was er wollte, was ihn verlangen wir. Dann dachte ich dann so, wo verhalten wir uns, wenn uns was angelegt ist, was eigentlich passieren wird? Und dann wird er erst, vielleicht wird noch lange nicht so viel sein als das. Wo verhalten wir uns dann? Seien wir dann haben wir positiv und loben Gott, sein Heil auf die Jäfte und Heil auf Wachenum, und weil wir arm loben und preisen dürfen. Loben wir Gott dürfen, dann haben wir uns dann dankbar. Ich muss mich selbst einmal noch aufproben. Wusst du eigentlich, wo leicht sein eigentlich unzufrieden, verdrisslich und denken, woran? Ich sage dann gleich, wozu reit dürfen Gott zu loben und arm zu danken, für was er getan hat. Das ist wahr. Du wirst sagen, dass hier in 1. Thessalonicher 5, 18 sieht in allen Lehren dankbar, wie es Gott dort in Christus Jesus von Jünger verlangt. Das ist, was Gott in Wellen ist, von uns allen.
dass wir in alle Lehren dankbar sind. Das ist nicht immer leicht. Auch David, kenne ich David, wie doch einer, wo wir kein viel von lernen, was in seiner Anstellung wird, in seinem Leben. Der hat auch nicht immer leicht. In seinen Tiden, wo er durchgehend hat in seinem Leben, das wird lange nicht immer, was er in seinem Leben durchgehend hat. Er wird viel schwere Tiden durch. Er wird sogar, er kommt in der Lebensgefahr je in seinen Schwierfutter. Sein einer Schwierfutter, Saul, wird am Heron, der will an sein Leben nehmen. Ich kann mir vorstellen, wenn ein Schwierfutter ist, dort wird er wohl proben, sein Leben zu nehmen. Oder sein einer Sehen auch, der will auch sein Leben nehmen. Aus heil um Kernigreck wir, aus heilig Kernig wir. Zu so einer Tiden hat er in sein Leben. Aber er redet gar nicht von diesen Dingen, was er hat belebt in sein Leben. Er will sich von den guten Dingen zu reden, was er belebt hat in sein Leben. Im Psalm, nein, der Psalm, Vers 2, sage ich, ich danke dir mit meinem ganzen Hort und wo von all deinen wunderbaren Reden, von deinen Wunderwerken reden. Das war halt sich gewählt, Holleber von zu reden. Ich danke dir mit meinem ganzen Hort und wo von all deinen Wunderwerken reden. So, wenn wir Holleber wollen, uns wählen, von den guten Dingen reden, von den guten Wunderwerken, die Gott uns mit gesehen hat, von reden. Nicht von den Dingen, was wir bei jenen tun, was der Schwur ist. Er sagt, ich will mich freuen und an dein Halven Frau sein. Ich sing deine Namen zu loben, du aller Hexter. Ich kann am Ohren aus der Hexter. Ich sing deine Namen zu loben. Das wird sein Gesang für dich. Er hat ein Gesang im Hort, Gott zu loben, am zu preisen. In dem Psalm 109, Vers 6, 106, Vers 1, sagt er, lof den Herrn, dank den Herrn, weil es heute als Gott seine Trüheit geläuft hat niemals in ihn. So, das ist auch noch eine Ursache, wo dann wir Ursachen haben, zu danken und anzubeten, weil seine Trüheit geläuft hat niemals in ihn. Heute als Leib, heute hat uns viel wird, viel Leib. Und dann sagt er der zweite Vers, wer kann das aussprechen? Wer kann das aussprechen, was der Herr für gewollte Dinge getan hat? Oder am vollständig genug zu danken? Wer kann das aussprechen? Du sagst nicht, wie wird das aussprechen, wo Gott ist, die Dinge, was er getan hat. Er sagt, wer kann das aussprechen, was der Herr für gewollte Dinge getan hat? Oder am vollständig genug zu danken? Habe ich am vollständig genug zu danken? Ich glaube, wir haben gleich. In der Wirklichkeit, wenn wir dort bedenken, dann wird er für Gott und gewollte Dinge getan haben ans Leben, wir haben gleich der Reich, die wir uns zu bedanken. Aber wir sollen dort, wo wir können, dankbar sein. Wenn wir mit der Stall holen würden und denken, wo viel gute Dinge der Herr für uns getan hat, ich glaube, wir würden gleich sehr lang brauchen und denken, dann würden wir eine lange Liste frei abgerecht haben, was er alles getan hat in meinem Leben. Da würde ich sehr lang dienen. Aber oftmals nehmen wir uns gleich die Zeit. Wir sitzen gleich still, lang genug still und checken über Dinge, wo wir sind gesehen worden. Wir checken viele von den Dingen, was uns passiert sind, was nicht ganz so gut gewesen sind. Und dann wird die Grund so in der Ewa. Ich rede für mich selbst. So, ich glaube, wir würden denken an die guten Dinge, an all die guten Dinge, die uns da kommen. Wir würden eine lange Rehe abreden können. Wo er uns gesehen hat. So ist es sein, das ist vielleicht viel länger, oder viel leichter, bloß an die schweren Dinge zu denken, die wir beleben haben. Und lassen uns die Dinge ans Raufdrehen und anmutig machen. Und das war das sehr leicht. Weißt du, wenn wir immer an die schweren Dinge denken, dann, wo uns das gegangen hat, und sie wieder, das bringt uns durch, wo wir anmutig wollen. Wir sind durchgedreht und anmutig. Dort merkt man es anmutig. Weil ihr in Aquifer, wenn dort der Fall ist, in eigenes Einsehen, sein Leben, dann würde ich sagen, denk lieber an die guten Dinge. Und fängt gut, was für eine Veränderung merken in deinem Leben. Und wir müssen checken dann, wo wir gesehen sind, jeden Tag. Das ist hier schon sein, wenn wir im so oben Streit denken, dann durch den Tag, wo Gott uns gelehrt hat, geführt hat und beschützt hat, weil ihr dann tja wir durch und denken und sagen,
dir, Gott. Ich danke dir, Gott, für was du getan hast für diesen Tag. Wo treu hier warst, wo groß in der Leib warst, was er täglich an uns lässt tun. Bloß denken an, wo viel Gott tollat in uns Leben. Wo viel Gott hat uns lässt erfahren. Und wenn wir denken dann an die Dinge, was Gott der tollat und die schweren Dinge in uns Leben, wir wissen, dass du hast eine Ursache für. Wenn Gott tollat und dann hast du eine Ursache für, warum hat er tollat und das? Weil er meint, was Gott zu tun, du darfst, du an. Nur Paulus sind wir, nur wenn wir denken an Römer 8, Vers 28, und selber kann der Falsch, ich glaube, wie du uns oft musst treisten mit dieser Falsch, ich weiß, ich habe ja an. Römer 8, 28, sage ich, wie weiten, Paulus sagt, wie weiten, dass Gott in alle Dinge, nicht bloß ein Wort, er sagt, in alle Dinge, immer das Beste wirkt für dich, die am Gott sind. So die am Gott sind, die Dinge, was wir erfahren in unserem Leben, er sagt, du wirst, was Gott durchkommt. Ist heilater Tau. Dort sind alle Dinge am Rotbasterwerk für die, die am Gott sind. Dort sind die hei geraubt haft, so als hei dort wohl. Das ist nur sehen, weil nur passiert. Hei wird das nur passieren in uns Leben, für die Ursache. Da muss wir lieber sein, in der Stadt sein, Gott, nehme ich hier rüt durch das, soll wir lieber Frau und ihre Beten sein, Gott, was wirst du mir lehren durch das? Was wirst du mir wiesen? Was wird hier vergoldet durchkommen? Und dann abhassen. Dass geduldig durchgehen, dann abhassen sein, Worte vergöttert, was rüttkommen. Ich glaube, dann wollen wir gute Dinge erfahren durch. In der Stadt, dass wir uns Geduld reichen und anmutig mehr, und dass wir wollen andankbar sein in unserem Leben. Weil Gott hat gute Dinge im Sinn für seine Kinder. Und Jeremia 9, finde ich falsch auf, nach einer Seite von einer Farsch, wo wir uns für immer treisten tun. Sag ich, ich habe das Gott immer gedacht, sagt der Herr. So heißt er, hat Gott immer gedacht, in was ich für Jünger geplant habe, als Fried und Erfolg und nicht Schaden. Ich will Jünger eine Zukunft und Hoffnung geben. Das, was Gott sagt von seinem Volk, von seinen Kindern, was sein Plan wird für sein Volk. Sein Plan wird euch der Schaden zu tun, dass sie dort endlich zum Schlag gehen und so weiter. Nein, das ist, was sein Plan ist. Heißt er, hat Gott immer gedacht. Er will haben so einen Fried und Erfolg getan. Nicht schulden. Dann sagt der Vers 12, dann wollt ihr mich anbeten, und die wollen kommen, und mich freuen, und ich wollen die Jünger horchen. Er wird seine Uhren aufhören an uns, und sind falsch, wenn die wollen am anrufen. Vor Gott. Ich dachte an ein Leid, wo ich nicht all die Wieden bekannt mehr sind, zu sagen, aber da ist ein Leid, wo ich auf Englisch handelt, wo ich reden, das von count your blessings and name them one by one. Teilt deine Segnungen und dort abteilen, abregen, ein oder andere, sein Wort hat sein. Und dann wollen wir ihn verfehlen, wo viel Gott dort ist. Die wollen über 14, wo viel Segnungen die haben, wenn wir wollen, wenn wir wollen Tiet nehmen und abregen, das wurde das Leid von schrieben, das. Count your blessings, name them one by one. In Psalm 40, Vers 6 heißt es das, der Wunderwerke, die du mein Herr in Gott getan hast, sind viel. Und so auch deine Gedanken, die du an uns bewiesen hast, du hast keiner mit dir zu vergleichen. Wenn ich das Wort bekannt merken und davon reden, was du getan hast, das wird viel mehr sein, als ich abbringen können. Würde das nicht so sein? Das Psalm ist hier der Kreis aus dem Brief, das Leute von Schrieben hat. Ich würde gleich alle abreden können, was ich getan habe für mich. Das würde viel mehr sein, als ich abreden kann. Viel mehr. Wir sind oftmals so verjetsam. Wir verjeten dort. Wir haben vielleicht für was gebetet, wo wir sind, wenn ihr warst, wo uns das getan haben, dann haben wir für was Dinge gebetet, dann hat Gott uns erhört. Und hat uns vielleicht zurückgehalten und dann gehen wir in unser Leben, weil sonst wir wieder und verjähten von was Gott getan hat. Psalm 103, Vers 2 sagt, Lauf den Herrn meine Seele und verjäht nicht, was er dir Gott getan hat. Verjäht doch nicht. Verjäht doch nicht. Wie verjäht uns so leicht? Ich weiß auch, ich verjäht das so leicht. Was er für Wunder Gott getan hat in meinem Leben. Und dann verjäht ich dort in gute Form und
zu Gott jeden Tag zu danken, wo er mein Gebet erhört hat. Vergiss nicht die guten Dinge, die er getan hat, dass er all deine Sünden vergibt. In 1. Johannes 1, Vers 7 sagt er, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So das, was Gott tut. Er ist treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und dann merkt er uns rein. Ganz rein von aller Ungerechtigkeit. Nur Gott sein Wort noch. Das ist Gott sein Versprechen, das ist Gott sein Wort. Und dann sagt er, so weit, im Psalm 103, Vers 12, sagt er, so weit aus der Osten vom Westen ist, nimmt er unsere Sünden von uns weg. Im Psalm 103, Vers 4, sagt er, dein Leben von verdorben Rat und mit Gnade und Mitleid kränkt. Sei wie dankbar für was Gott für uns tut. Du bist selig, das ist gut, dass wir eine Zeit nehmen, wo wir dankfast haben, wo wir ein Tag, das Jahr, uns erinnern dann von den guten Dingen, die wir getan haben in unserem Leben. Aber über all die anderen Dinge, jeden Tag, täglich, sind wir zu allen Tiden dankbar. Sein Leben ist so groß zu uns. Und sein Leben wird keinmal abhören. Römer 8, Vers 35 sagt Paulus, was kann uns dort wahrnehmen, dass Christus uns Gott ist? Sollen Leiden oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Armut oder Gefahr oder dort Schwert und don't word, whatever. Keiner kann uns seine Leib wegnehmen von uns. Keiner, das ist nicht. Seine Leib ist so groß, der bleibt bei uns und don't word in uns Leben passieren. Dort. Seine Leib ist, du wirst gleich so groß zu uns. Dort kann keiner wegnehmen. Und Gott hat uns so beschränkt mit so viel. Und jeden Tag ja, wie sein, wo er uns beschenken hat. Und er hat uns alles hier, was wir brauchen, zum Leben. Und auch zum Gottseligen Leben führen. 2. Petrus 1, Vers 3, ich will schließen mit dieser Vers, sagt, seine Gotteskraft hat uns alles geschenken, was wir zum Seilig worden in ein frommes Leben brücken, dadurch, dass wir den kennen lernen, der uns so viel Gute zukommen lässt. Dass er uns zu seiner eine Herrlichkeit beraubt hat. Wir brauchen auch nichts. Wir brauchen nichts, was wir uns selbst machen versorgen. Nichts brauchen wir proben zu sein, was kann ich tun, dass ich das kriegen, was ich gekriegt habe, was Gott hat für uns gegeben. Alles zum Leben und zum Gottseilig sein. Habe alle vorbereitet durch seine Kraft. So, ich will zum Schluss bloß fragen, wo fängst du die von dir in dein Leben? Wo bist du eins, wo du nicht dankbar für bist? Vielleicht hat dir das gewisse Geld, vielleicht hat dir das schwer. Aber ich würde die anrufen, frag Gott, was ist das, was er will, die Wiesen in dieser Zeit? Ich glaube, wir sollen uns alle fragen, was ist das, was du mir was wiesen in dieser Zeit, wo du mir lässt durchgehen? Was immer das dann auch sein. Vielleicht ist das eine Krankheit, vielleicht sind deine Kinder jünd euer Hörsam. Vielleicht hast du deine Arbeit verloren. Vielleicht hast du deine Bills nicht betrogen. Aber was immer das muss sein. Stell hol und sag Gott, was du mir wiesen durch das. Und dann muss sein Dankeschön, Gott. Dankeschön. Dankbar sein dafür. In alle Lehren. Wenn du schwer beladen bist oder was immer, komm nach Arm, er wird dir Ruhe geben, sagt der Chef. Er wird dir Ruhe geben, wenn du anwärst, du eine Frau. Dort versprechen habe ich von Gott sein Wort zu uns und dort ist jährlich. Da wir noch zum Schluss tapieren. Gott, himmlischer Vater, wir wollen Zeit nehmen, wir wollen uns bedanken an dich für die viele wunderliche Dinge, die du uns lässt zukommen, wo du uns sehen, in der es jeden Tag. Du hast uns gesehen mit Leben, du hast uns erschaffen durch dein Ebenbild und du hast uns gemerkt, kriegst du was haben, so aus in jeder einer soll sein. Wir haben uns nicht selbst gemerkt, du hast uns gemerkt und ich danke dir dafür. Und du hast uns gut gemerkt. Nur dein Willen nur,
Und ich danke dir, wo du uns sehnen, das mit so viel, was wir mit dir sehen sind. Besonders von wir nun, weil er Träger in dem, wo wir mit Stallstunden und Träger in dem, sondern wo du uns hast für der Rechte Arndt geschenken, wie kann sein, wo deine Hunde, als weil er mit Ende warst. All das Frucht, was wir sein, was du von den Staaten als Rauf gebracht worden war, du hast uns so reglich gesehen durch das Jahr. Ob es vor wir auch sind, durch Tiden gegangen, wo wir bedrungen werden und begrenzt werden mit gewissen Dingen, aber doch, wie kann das sein, wenn wir Träger in dem, du bist mit Ende warst. Du bist ganz mit Ende warst und du hast uns beschützt und gelehrt durch all dort. Ich danke dir, Gott, dass wir dürfen uns versammeln, dass das jede Sonntag, dass wir nach der Freiheit haben, dass wir dein Wort können predigen und dass wir dein Wort können anhören, dass wir dich können anbeten und zu dir singen und loben und preisen dich. Dankeschön dafür, Herr. Und ich bete, Gott, wenn wir von dir auch diesen Tag feiern, dass wir uns wollen erinnern von den vielen guten Dingen, die du uns hast lassen zukommen. Dass wir wollen wirklich in dankbarer Gott haben, in abrechter dankbarer Gott für dich haben. Gott, ich bete, dass du wirst in jedem einen beschützen und danken. Leiden, wenn wir von hier gehen, durch diesen Tag war. Die nun bitte mit Danksagung. Amen.